Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gameplay und ich begrüße euch herzlich zu Let's Play LFS Folge Nummer 12. Ja, ich habe in dem letzten Video angekündigt, dass ich euch heute die Let's Play G710 Plus vorstelle. Also wir kommen jetzt erstmal zum Thema, wie ich auf die Tastatur gekommen bin. Dann werde ich euch so ein bisschen erzählen, ob ich sie euch empfehlen kann oder nicht und was so Funktionen der Tastatur sind, was sie auch besonders macht. Also. Mir fällt echt gerade die Luft. Okay, ich habe gerade nichts gesagt. Ja, ich hab's gemerkt. Mir war kurz so ein bisschen hier schlecht, ne? Also, wie ich auf die Tastatur gekommen bin. Ich habe einfach mal im Internet nach Gaming-Tastaturen gesucht. Also ich hatte jetzt bis jetzt eine Office-Tastatur, was nicht so die mega Tastatur zum Spielen bzw. Zocken ist. Ich spiele ja hier eigentlich, das ist ja nicht so richtig Zocken. Ich weiß nicht, warum ich in die Boxen fahre, aber egal. Ich habe einfach mal im Internet gesucht nach guten Gaming-Tastaturen. Die Tastatur hat 130 Euro gekostet, da habe ich mir dann auch mal ein bisschen Mühe gegeben und was ausgegeben. Also, für Leute, die jetzt vielleicht etwas jünger sind und nicht alles kriegen, was sie wollen, so, was auch eigentlich gut ist, wenn man nicht alles kriegt, was man will, weil ich kenne jemanden, wo so alles bekommt, was es will, und deshalb, das ist nicht so gesund dann, ne? Ich habe hier die Tastatur, sie hat 6 G-Tasten. Die G-Tasten sind einfach solche Ausführtasten, kann man sie nennen. Es gibt 3 Profile der 6 G-Tasten, das heißt in etwa dann 3x6 sind 18 G-Tasten. Ich kann sehr gut Kopf rechnen, mega. wobei 3x6 ist jetzt auch nicht gerade die schwierigste Aufgabe. 2x6, 12. Oh, bin ich gut. Alle Tasten außer die M1, 2, 3 und die MR-Taste, die M1, 2, 3 sind die Profiltasten, wo man zwischen den Profil der G-Tasten jeweils switchen kann. Und alle Tasten außer diese 4 leuchten nicht weiß. Die Makro-Tasten leuchten orange. Ja. So. Das ist echt anstrengend hier, das Reden. Ja, also man kann, die restlichen Tasten sind halt alle weiß beleuchtet, beziehungsweise gar nicht. Man kann die, WASD und die Pfeiltasten, separat steuern, weil die etwas wichtiger sind und eher die Tasten sind, wo man halt eher damit spielt und es ein bisschen einfach, damit man die schneller findet, mehr oder weniger, wenn man, es ist vielleicht jetzt nicht nötig, aber ich finde es eigentlich ganz gut, ja. Kann man, wie gesagt, einfach abgespaced hier steuern. Die Beleuchtung hat 4 Stufen, 1, 2, 3 und 4 halt. Und ich habe jetzt, in dem Fall habe ich jetzt die WASD und die Pfeiltasten habe ich auf Stufe 4 der Beleuchtung. Auf die Stufen und die anderen, die Tasten, habe ich auf jeden Fall auf Stufe Nummer 2. Ich werde nachher auch noch ein Bild ins Video einfügen, beziehungsweise habe ich das schon eingefügt, beziehungsweise ist es irgendwo die ganze Zeit, beziehungsweise keine Ahnung. Ja. Also ich werde auf jeden Fall noch ein Bild einfügen von der ganzen Ding. So, sofern ich es nicht vergesse. Ja. Ja. Weg von der Beleuchtung, die Tastatur ist in einem orangen, schwarzen Stil gehalten und finde ich eigentlich ganz gut, also ist jetzt nicht, wow. Die G-Tasten sind ein bisschen abgespaced mit diesem orangenen. Ihr werdet es nachher im Bild auch sehen, ich werde es wahrscheinlich immer passend einfügen, weil, wenn ihr mal wieder drauf schauen sollt oder sowas. Ja. Theoretisch könnte ich jetzt auch, ich hatte gerade nur so einen komischen Gedanke, aber egal. So, dann das Besondere auch noch ist, dass man hier Ton steuern kann, also das finde ich jetzt nicht unbedingt so besonders. Man hat hier einfach ein
Scrollrad, wo man halt den Ton hoch und runter steuern kann. Aber dann gibt es natürlich noch eine ganz Mute-Taste, also für die Kopfhörer Mute-Taste, damit man einfach gar keinen Ton hat. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Ich mache jetzt hier einfach mal kurz aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hört, aber naja, mache ich wieder Ton an. So. Dann kann man noch die Windows-Taste deaktivieren. Das ist meistens für Spielen gut gedacht. Also, wie gesagt, wirklich eine Gaming-Tastatur. Weil man beim Spielen ja rauskommt, meistens, wenn man dann auf die Windows-Taste drückt. Und den kann man einfach dann deaktivieren. So. Was gibt es denn noch? Also, es gibt noch eine Handballenauflage. Die ist im Lieferumfang dabei. Die kann man abnehmen. Muss man aber nicht, also ich habe sie die ganze Zeit drauf, man kann sie abnehmen, man kann sie auflegen, man kann sie dran machen und abmachen halt, wie es einem besser gefällt. Also für meine Hände ist es ganz gut, ich habe mittelgroße Hände, muss man mal sagen, dafür ist es dann ganz gut, ja, dann, ja, das war es eigentlich von den Besonderheiten. Es hat noch ein USB Outputs vorne, also es hat halt noch USB-Outputs. Ja, das ist auch die Gründe, warum man, wenn man die Tastatur an den PC anschließt, warum das auch zwei USB-Kabel braucht. Das ist einmal die Tastatur und einmal noch der Output an der Tastatur. Ich habe jetzt eine und okay, das ist okay. Unter der Tastatur ist noch so eine Vorrichtung für kleine Kabel, beziehungsweise für ein kleines Kabel. Ich habe in dem Fall mein Kopfhörerkabel drunter gelegt. Das kommt jetzt einfach unter der Tastatur raus. Und dann ist es gut. Ich werde davon auch noch ein Bild, werde alles einfügen. Ja. Toll. Jetzt sind wir hier im Sand. Also ich hasse ja Sand, weil das ist so sehr schlecht. Naja. Ich benutze die G-Tasten in dem Fall nicht, da ich jetzt noch nicht die richtige Funktion gefunden habe. Wo ich das jetzt benutzen könnte, ich könnte es natürlich irgendwie Mute-Taste bei TeamSpeak oder hier die DPU ein bisschen hochjagen von der Maus oder sowas in der Richtung. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig für mich. Naja. An den USB-Output habe ich jetzt mein Mikrofon angeschlossen. Das ist das T-Bone SC440. Habe ich das halt angeschlossen, weil das ja ein USB-Mikrofon. Ja. Also ich glaube, ich merke jetzt nicht, dass mein Mikrofon dadurch schlechter ist. Alles einfach ein ganz normaler USB-Port, ne? Beziehungsweise Output. Ja. So. Was gibt's denn noch? Ja. Zeitlich hat sie noch ein Logitech, nein, sie hat ein G710 Plus Schriftzug. Werdet ihr alles, wie gesagt, in dem Bild sehen, was ich machen werde. So, dann, was gibt's denn noch? Ja, das war's eigentlich von der Tastatur. So, ja. Also ihr könnt euch natürlich ein ausführlicheres Video anschauen. Da das bei mir jetzt einfach nur so ein bisschen mündlich hier ist und ein bisschen halt das mehr oder weniger spontan mache, wie ich ja meistens alles, also ich drehe ja meine Videos nicht nach Skript oder so, sondern es ist ja alles spontan. Wobei das ist eigentlich auch einigermaßen selbstverständlich, dass YouTube-Videos von, also Let's Plays sind sehr spontan. Ja, und nicht nach Skript. Ich glaube, ich wechsle mal das Auto und dann kommen wir jetzt wieder so langsam zu dem eigentlichen Let's Play. Ach ja, ich wollte mich noch entschuldigen wegen diesem Rand hier rechts. Hey, warte mal. Mir fällt gerade was ein. Man sieht ja die Maus, ne? Ja, genau. In den letzten Videos, ich weiß nicht, ob man die jetzt immer noch sieht, die Maus oder nicht. In den letzten Videos war halt jeweils immer diese Maus zu sehen. Das habe ich jetzt selber gesehen. Das sieht nicht ganz so cool aus. Ich habe es jetzt wieder ausgestellt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch sieht oder nicht. Also ich habe es halt nicht gesehen, aber ihr schon. Und deshalb, ja. Also ich kann ich halt gucken. Ich habe es halt mal umgestellt.
wegen diesem Teamspeak-Tutorial und da wusste ich halt nicht, dass jeweils das hier umgestellt ist, dass man die Maus sieht. Also ich sehe sie so oder so nicht im Spiel, weil das LFS wegmacht, aber dieses Flaps nimmt die Maus trotzdem auf, was Also, wie gesagt, wir kommen jetzt wieder so ein bisschen zu dem Let's Play zurück, weil ich habe jetzt eigentlich alles über die Tastatur gesagt, was man dieser Penner. Ich habe jetzt nämlich eigentlich alles über die Tastatur gesagt, was man eigentlich hören sollte, was so das Wichtigste ist. Und wir müssen evakuieren. Also ihr kennt es, wer jetzt vielleicht alle meine Videos anschaut. Kennt natürlich den Witz vom Evakuieren, das heißt natürlich nicht evakuieren. Ich sag's halt einfach nur nicht wundern. Ne? Ich glaube, da kommt jetzt einer von rechts. Nee. Ja. Mal schauen, ob es gerade noch eine andere Strecke gibt, vielleicht. Können wir hier einfach gucken. Ja, es gibt's. Ich weiß nicht, es tut mir leid, wenn ihr die Tastatur bzw. die Maus hört, da die schon etwas lauter ist als meine alte, glaube ich. Ja, die ist auf jeden Fall etwas laut. Ich entschuldige mich, falls ihr die doch wirklich so. Wird doch teil. Mit diesem kleinen Fahrzeug. Ja. Falls. Also. Ja. Wie gesagt, ich leg mir einen neuen PC zu, was wirklich mal notwendig wird. Weil das ist echt grauenvoll hier mit meinen FPS. Nix gut. Ich hasse es. Und ja. Also ihr seht es ja selber in den Videos. Damit kann man nicht vernünftig aufnehmen. Beziehungsweise ich kann ja auch nicht vernünftig spielen. Ich persönlich konzentriere mich halt meistens eher auf das Commentary anstatt auf das Gameplay, da ich immer mehr zu reden habe als zu spielen und da das nicht so abwechslungsreich ist. Ist aber doch, also mir macht das halt auch Spaß hier mit WhatsApp mit Liverspeed. Ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr FPS in der Aufnahme, wäre das auch noch viel besser. Also ich weiß nicht, ihr kennt meinen PC nicht, aber ich habe gerade voll den Schrott PC und muss mir mal wirklich was heißt zulegen. Naja, glaube ich, mache jetzt nein. Also ich komme die ganze Zeit wieder auf Kumpel doch durchsetzt und naja, ich weiß nicht. Falls ihr mal hier vielleicht auf Teams wie GameLotus.com weiß, wie ihr kommt und mit mir spielen wollt, könnt ihr euch gleich einfach hier diese ID einfach hier reinschreiben. Ich weiß nicht, kann man nicht ändern, glaube ich. Gameplay. Okay. Mein Tablet sagt mir gerade, dass die Aufnahme zu Ende ist. Was jetzt echt schade ist, weil es war eigentlich eine coole Aufnahme. Leider ist jetzt meine Gameplay-Dings abgekackt. Da ich aus Versehen auf meine Dings-Taste gekommen bin. Was meine Fraps-Aufnahme hier jeweils beendet. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt wie ihr seid und. So, wir haben jetzt hier, bevor das Video noch mal einmal endet, habe ich jetzt noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe euch jetzt das Bild nämlich nicht im Video eingeblendet, sondern einfach jetzt ans Ende eingeblendet. Und ich erkläre euch das Ganze mal kurz. Wir gehen von links nach rechts und ja, wir fangen einfach an. Ihr seht im Bild links, seht ihr es zwar nicht, ist ganz links seitlich ein G17 Plus Schriftzug. Dann seht ihr diese abgespaceden, also diese orange abgespaceden G-Tasten, die G1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir dann weiter nach rechts gehen, dann seht ihr oben die M1, M2,
M3, MR. Das sind die Makrotasten, da kann man Profile jeweils halt erstellen, beziehungsweise die Profile switchen. Unter den Tasten, also nicht die F1, 2, 3, 4, sondern die WASD-Tasten sind auch farblich von den anderen Tasten etwas abgespaced. Ja, und dann kann man die halt noch mit dem Licht machen. In dem Fall seht ihr jetzt weiter rechts in mittig nicht den Logitech-Schriftzug, weil das ist jetzt mit dem Licht ein bisschen komisch geworden, aber was soll's, ja. Rechts des Logitech-Schriftzugs seht ihr oben, ganz oben, seht ihr so ein kleines Sonnenzeichen. Ja, da kann man die Lichter steuern. Einmal das linke ist die WASD und die Pfeiltasten und das rechte sind die ganzen anderen Tasten. Dann sieht man die Pfeiltasten halt auch, die sind noch ein bisschen von den Tasten farblich abgespaced. Die kann man wie gesagt auch nochmal separat steuern mit den WASD-Tasten. Weiter kommen wir dann zum Numpad, ganz normales Numpad, da kann man jetzt oben jeweils halt hier den Ton, oben rechts, das sieht man jetzt hier nicht. Ich werde trotzdem mal einen Pfeil dran machen, also ich werde jetzt die ganze Zeit schon einen Pfeil dran machen an das, was ich gerade meine. Ja, also, ihr seht oben rechts, zwar jetzt nicht, aber ihr, da oben rechts ist ein Scrollrad und links daneben seht ihr noch eine Tontaste, das kann man schon sehen. Darüber leuchtet ein Licht, da ist jeweils angezeigt, ob man das Numpad aktiviert hat oder nicht. Rechts, ganz rechts, weiß ich nicht, links von dieser leuchtenden Taste ist die Caps Lock Taste und nochmal links da ist, ob die Windows Taste deaktiviert ist oder nicht. Ja, weil habe ich euch erklärt, dass man die ein- und ausschalten kann. Und ganz rechts, nochmal seht ihr es halt nicht, zwar jetzt nicht, ist aber ein G710 Plus Schriftzug. Über den Pfeiltasten seht ihr jetzt auch nochmal ein Logitech. Nein, ein. Ich sag die ganze Zeit Logitech G710 Plus, meine ich aber nicht, sondern nur G710 Plus Schriftzug. Ja, dann bedanke ich mich jetzt auch noch einmal fürs Zuschauen. Bleibt wie ihr seid und ciao. So, jetzt sind wir schon im Endscreen angelangt. Ich gebe euch jetzt einfach ein paar Informationen über Links und so. Ja, fangen wir bei TeamSpeak an. GameLudus.me, Twitter ist @GamePLP, Instagram habe ich nicht. Skype könnt ihr mich unter GamePLP finden. Ludus, YouTube.com/LudusMC. PerfectCraft, müsst ihr einfach googeln, der hat noch keine URL. EcoDesign, www.YouTube.com/TheEcoDesign. Ich GamePLP und mein Real Life Kanal. YouTube.com/GamePayRL für Real Life. Also GamePayRL, nicht GamePay. Für Real Life. Okay. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bedanke ich mich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und ciao.